Kelly und ich, wir lieben uns. Wir werden bald heiraten. Nein, sie heiratet Joe Perkins. Joe sitzt im Gefängnis, das weiß doch jeder. Peter, hören Sie, ich glaube, Sie brauchen wirklich Hilfe. Sie fangen an, einige Dinge zu verwechseln. Hochzeiten sind etwas Wunderbares. Ich freue mich so sehr. Ich habe sogar schon die Blumen für den Brautführer ausgesucht. Ich habe auch eine mitgebracht zum Ansehen. Sie ist wirklich sehr hübsch, schauen Sie. Ich möchte sie Ihnen schenken. Ich hätte Lust, mit Ihnen auszugehen, ganz egal, wohin Sie möchten. Und die Blume könnte ich mir anstecken. Aber das geht nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Das wäre bestimmt wundervoll. Ich finde, dass uns beide alle Leute sehen sollten. Und dann sollen sie sagen, was für ein schönes Paar wir doch sind. Ich habe sie genommen, weil sie so wie du ist, Kelly. So wunderbar und rein und frisch. Peter, aber ich bin doch nicht Kelly. Das alles bedeutest du für mich. Peter, Sie sind sehr verwirrt und ich möchte, dass Sie sich für einen Moment konzentrieren. Sehen Sie mich an. Ich bin Veronica. Wir liebten doch immer das Wasser, nicht wahr? Damals, weißt du, draußen auf dem Boot. Wir beide. Vor den Inseln. Nein, bitte nicht. Aber du gehst doch nicht allein, oder? Oh nein, ich treffe Mama und Großmutter am Theater. Vorher besuche ich Dad. Und du möchtest nicht mit? Würde ich wirklich gern, aber ich helfe Joe und Kelly noch bei den Hochzeitsvorbereitungen. Machst du Witze? Davon wusste ich gar nicht. Ja, sie sagten, es sollen ein paar Sachen hin und her gefahren werden. Sie brauchen einen starken Mann. Du bist ja auch stark. Ich werde dich heute vermissen. Ich vermisse dich auch. Wir sollten wieder zusammen was unternehmen. Es ist höchste Zeit. Ja. Wir können ja noch mal telefonieren, wenn du aus dem Theater zurück bist. Sag, wie heißt das Stück eigentlich? Es ist ein Stück mit dem Namen Top Girls oder so ähnlich. Ich habe nie davon gehört bisher. Solltest du dir sowas wirklich ansehen? Ich liebe dich. Sobald ich wieder zurück bin, rufe ich dich an, in Ordnung? Bis dann. Welchen, wo ist Mom? Hallo, sie ist nicht da. Was sollen diese Taschen denn hier? Wo ist sie denn? Kann ich nicht sagen. Sie und Großmutter sind zum Essen. Ich werde sie nach dem Theater treffen. Warum? Ich wollte noch mit dir sprechen, bevor ich gehe. Was soll das alles bedeuten? Wo gehst du hin? Ich muss für eine Weile von hier verschwinden und das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Oh, es ist wegen Summer, oder nicht? Nein, es ist was anderes. Ist schon gut. Ich meine, wenn Ted irgendetwas zustoßen würde, dann... Na ja, du weißt selbst, was gut für dich ist. Du solltest aber nicht zu lange wegbleiben. Ich vermisse dich. Ich weiß nicht, warum. Immerzu schreie ich dich an. Ja, und ich schreie dann gleich nochmal so laut. Ich habe mir früher Sorgen um dich gemacht, weißt du das? Ich dachte immer, hier ist meine kleine Schwester. Sie ist so vertrauensselig und unschuldig. Sie wird es niemals schaffen. Im Ernst? Ja. Manchmal glaube ich, du bist erwachsener als ich selbst. Summer fehlt mir. Das weiß ich doch. Hör zu. Ich werde gleich zu Daddy gehen und du kommst einfach mit. Nein, nein. Geh du nur allein. Ich komme dann später nach. Ich finde, da ich schon mal hier bin, hinterlasse ich gleich eine Nachricht für Mom. Oh, das wird dir aber nicht gefallen. Würdest du es für mich erklären? Natürlich. Ich werde Dad nichts davon erzählen, wenn du es nicht möchtest. Nein, nein. Bleib nicht allzu lange fort, ja? Ja. Warren, du hast keine Courage. Hallo. Darf ich reinkommen? Oh, es ist niemand zu Hause. Aber Sie sind zu Hause. Ich habe eine Bitte an Sie. Nun, eigentlich wollte ich gerade gehen.
Könnten Sie Ihrem Vater von mir etwas ausrichten? Wäre das möglich? Ich habe keine Lust für Sie, den Boten zu spielen. Sie wissen doch, wo er ist. Ich bitte Sie, Warren, ich möchte Ihren Vater wirklich nicht im Gefängnis sehen. Es ist so, dass ich ihn eigentlich überhaupt nicht sehen möchte. Lady Peel, nennen Sie mich nicht so, ich bitte Sie. Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Nicht so wichtig. Ich kann nicht einmal sicher sein, dass Lionel es aus meinem Mund verstehen würde. Wie kann ich da erwarten, dass Sie es für mich erklären können? Aber vor Verantwortung habe ich mich schon immer gedrückt. Dafür habe ich ein Talent. Naja, mein Problem. Es geht nicht nur Ihnen so. Dann gehen Sie nur. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Wie wär's mit einem Drink? Ich meine, so eilig habe ich es nicht. Und gemeinsam etwas zu trinken ist bestimmt angenehmer als ganz allein. Ja, gern. Vielen Dank. Aber leider, leider beschränken sich meine Kenntnisse an der Bar nur auf Scotch mit Eis. Ist in Ordnung. Bitte sehr. Wissen Sie, das sind die Lieblingsbilder meiner Großmutter. Es waren einmal meine. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich trinke auf Sie und Sie trinken auf mich und zur Hölle mit den Sorgen, die wir haben. In Ordnung? Hört, hört. Auf Sie. Zum Wohl. Warren, habe ich Ihnen die Laune verdorben oder war Ihre Stimmung schon so, bevor ich gekommen bin? Bevor Sie gekommen sind. Oh, komisch. Was heißt das? Oh, nur, dass wir immer meinen, gerade die anderen Leute hätten einen besonderen Zugang zum Glück, den wir leider bisher noch nicht finden konnten. Und ich dachte immer, Sie würden ein so unbeschwertes Leben führen. Ich nahm an, das denken die Leute über Sie. Unbeschwert, wohlhabend, angesehen, Tochter eines Oberhausmitgliedes. Dazu noch sehr verwegen, äußerst selbstbewusst. Tja, über Jahre hinweg wollte ich, dass die Leute das von mir denken. Was glauben Sie wohl, passiert mit diesen Leuten, wenn man sie erst einmal ertappt? Ich denke, dass Sie spätestens morgen früh vergessen haben, dass Sie je an sich gezweifelt haben. Ein Hang zum Optimismus, ganz wie Ihr Vater. Und gerade jetzt sehen Sie ihm sogar etwas ähnlich. Na, in diesem Fall zeige ich Ihnen meine Schokoladenseite. Und auch noch den gleichen Humor. Aber da ist noch etwas anderes. Sie haben es und er nicht. Und was ist das? Das ist Ihr Sinn für Melancholie. Nun, trotz alledem, Sie haben mir geduldig zugehört. Vielen Dank. Das ist doch nicht der Rede wert. Doch, Sie haben mir sehr geholfen. Ich habe meine Meinung geändert und besuche Ihren Vater selbst. Obwohl ich das eigentlich um jeden Preis vermeiden wollte. In diesem Ding war ich eigentlich immer Klassenbester. Mich zu drücken, einfach wegzulaufen. Warren, lassen Sie sich von jemand raten, der immer den gleichen Fehler gemacht hat. Das Problem mit dem Davonlaufen ist, dass es niemals aufhört. Tun Sie sich den Gefallen. Lassen Sie es sein. Tun Sie sich das nicht an. In Ordnung. Wenn hier einer glaubt, er könnte mich etwas vorhauen, dann kommt ihm das schlecht. Ihr wird wieder mit gezinkten Karten und gesoffenen Boden gespielt. Also ich hoffe, ihr habt mich verstanden, sonst werdet ihr mich kennenlernen. So, nun fangt schon an. Joe, oh, mein Arm, ich glaube, jetzt. Ich hab dir damals in Texas schon gesagt. Zuckt nur einer mit dem Auge. Dann war es das letzte Mal für ihn. Und du weißt, Joe, ich habe es wahrgemacht. Bill meinte ja, er wäre schlauer als ich und könnte mir was aus der Tasche ziehen. Ich habe nichts dagegen, wenn einer ehrlich an sein Geld kommt. Aber Bill muss ja mit Tricks arbeiten. Mit mir spielt keiner falsch. Schlaf nur, Kelly. Du sollst einfach nur schlafen. Jetzt habe ich dich für mich. Du hast schon immer zu mir gehört. Wunderbares Geschenk.
Hallo? Oh, hallo Joe. Ja, tut mir leid, ich weiß, ich bin spät dran. Ich sagte gerade zu Kelly... Was? Soll das ein Witz sein? Ich dachte, er hätte gesagt, es wäre ihm egal, wann wir kommen. Ist in Ordnung, sicher, ja. Nein, wir sollten uns vor der Schule treffen. Ich kann nicht schon wieder schwänzen. In Ordnung, ja, das ist gar kein Problem. Nein, das macht gar nichts. Gut, bis dann. Ja. Schon legen, geh ran. Na gut, dann erwische ich sie noch in der Vorhalle. Theater. Hallo? Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Ich wollte nur fragen, ob ich bei Ihnen heute Abend noch Top Girls sehen könnte. Ja, Top Girls, richtig. Ja. Yeah. Oh, das geht, ja? Ach, super, passen Sie auf. Ich brauche eine Karte für mich. Ja, genau, ich bin dort verabredet. Daddy, hallo. Oh, komm mir nicht zu nahe, denn wenn die hier merken, dass du mich magst, machst du dich verdächtig und wirst verhaftet. Officer, das ist meine Tochter. Hallo. Ich hoffe sehr, Sie helfen Ihrem Vater aus seiner Depression heraus. Oh. Ich versuch's. Kommen Sie, ich liebe diese malerischen, bunten Behausungen. Die besseren Hotels sind oft viel zu muffig, finden Sie nicht auch? 15 Minuten, Mr. Lockwood. Ach, bitte, würden Sie vielleicht die Freundlichkeit besitzen, noch einmal das Zimmermädchen zu schicken? Sie vergaß bedauerlicherweise, Pralinen aufs Kissen zu legen. Daddy, denken doch, du spinnst. Oh, da deine Großmutter und deine Mutter heute Morgen hier waren, wissen die längst, dass ich spinne. Warren kommt später noch nach. Warren auch? Ja. Hör zu, ich werde niemals meine Fingermalereien beenden können, wenn ich ständig auf diese Weise unterbrochen werde. Ich liebe dich. Und ich liebe dich auch. Hey. Hör zu. Solltest du heute nicht lieber mit Ted an irgendeinen romantischen Ort gehen? Er arbeitet. Ja? Daddy, ich wollte dir nur sagen, dass du mit uns über Sophia gesprochen hast. Das bedeutet mir sehr viel. Dass du zu mir hältst, bedeutet mir noch mehr. Und wann werden sie dich herauslassen? Hat man dir den Verhandlungstag schon gesagt? Nein, komm, setz dich hin und hör mir zu. Es wird gar nicht erst zum Gerichtstermin kommen, denn Mason wird herausfinden, dass ich der falsche Mann bin und dann lässt er mich gehen. Hat Mason schon jemals zugegeben, dass er Unrecht hat? Nein, aber jemand anderes hält jetzt die Karten in der Hand und der wird nicht einfach tatenlos zusehen und mich hier im Gefängnis verrotten lassen. Wer ist es? Hm? Ich ertrage keine weiteren Überraschungen und Geheimnisse mehr. Laken, ich verspreche dir, dass was immer auch passiert, das ist nicht zu deinem Nachteil. Verstehst du? Ja, ihr werdet sehr glücklich sein. Glücklicher als ich. Denkst du denn, ich könnte etwas tun, das eure Liebe gefährden würde? Nach all dem, was wir auf uns genommen haben, damit Frieden herrscht? Du solltest jetzt zu Ted halten. Das Schlimmste habt ihr beide schon hinter euch. Und lasst euch, egal was all die anderen sagen oder tun, niemals weismachen, dass ihr beiden besser daran tätet, nicht miteinander zu leben. In Ordnung. Du bist ein ungewöhnlicher Vater. Oh. Es hat ja auch eine Weile gedauert, die Kurve zu kriegen. Und ich möchte wieder richtig leben. Sobald das möglich ist, das wäre dir doch recht. Hm? Das wäre mir sehr recht, glaub mir.
liebe dich, Kelly. Warum? Warum? Nein! Nein! Hallo? Ah, ah, nein! Bitte, mein Gott! Veronica! Ah, hey! Hilft mir denn niemand? Veronica, kannst du mich hören? Hör zu, wo bist du denn? Sag mir doch, wo du bist! Nein! Um Gottes Willen! Ja, hier ist Mason Capwell. Bitte schicken Sie sofort alle Wagen, die Sie haben, zur 116 East Valley View Apartment 4. Höchstwahrscheinlich eine Vergewaltigung. Machen Sie schon! Und einen Krankenwagen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob dafür mein gutes Ende hat. Das werden wir dir doch nicht verraten. Platz, wo wir unser Lager aufschlagen können. Also jetzt, der Sheriff wird mit seinen Leuten Schwierigkeiten haben, in dieser Gegend auf unserer Spur zu bleiben. Die werden uns nie finden. Dem haben wir Tut mir leid. Die flache Stelle im wie ungeschickt. Ich bin sogar in der falschen Reihe. Ja. Ja, so, schon jetzt gut. Packt Sie sind an. Wahrscheinlich über meine großen Füße gestolpert. Macht ja nichts. Ich bin wirklich froh, dass Sie nicht die mit der Creme draufgenommen haben, dich danach. Peter. Okay, Bart, alles klar. Tut mir leid. Machen Sie sich nichts draus. Setzen Sie sich morgen einfach bei Sonnenaufgang hin und sehen sind sich den die Film Pferde wieder frisch und wir werden die Grenze passieren. Tut mir leid. Aber passt auf, dass euch die Mexikaner nicht erwischen. Warum ich? Wir machen mit Leuten wie uns kurzen Prozess. Wenn wir drüben sind, wird geteilt und dann kann jeder gehen, wohin er will. Na, da wäre der Abend ja noch mal gerettet. Hallo? Ted? Komisch, dass du zu Hause bist. Aber wieso rufst du dann an, wenn du denkst, ich bin nicht zu Hause? Nun, ich dachte, vielleicht habe ich Glück und Joe und Kelly haben sich noch anders überlegt. Du bist wohl eine Hellseherin. Ja, wir haben alles auf morgen verschoben. Ich habe mir eine Karte gekauft. Wir treffen uns, sagen wir, in 10 Minuten im Foyer. Nein, 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 warte noch. Ich habe heute Abend meinen Vater besucht, deswegen gehe ich nicht weg. Du bist zu Hause? Ja. 10 Sekunden später und ich wäre weg gewesen. Ja, und ich müsste hier ganz allein den Abend verbringen. Ach ja, richtig. Es ist niemand zu Hause. Und, kommst du noch her? Klar. Ich meine, du weißt ja, welche verrückten Pläne wir schon hatten, damit wir mal allein sein können. Es hat leider nie geklappt. Und ausgerechnet an einem Abend wie diesem, das hätte ich niemals gedacht. Vielleicht ist es Schicksal, wer weiß. Gut, dass du noch angerufen hast. Ja, wieso eigentlich? Kannst du mir noch etwas Gesellschaft leisten? Kann ich. Nur keine Pläne, also ich bin gleich da. Bis dann. Bis dann. Nur keine Pläne. Nein, es wird nichts geplant heute Nacht. Warren, ich hatte gehofft, dass du längst von hier verschwunden bist. Ich habe ja schon den Koffer gepackt, dann aber... Dann geh auch. Ein Abschied ist nicht nötig. Um Augusta werde ich mich kümmern. Ich habe eine Nachricht für Mama hinterlassen, aber das war unnötig. Warren, ich bleibe hier. Jeder Augenblick, den du in Santa Barbara bleibst, erhöht das Risiko, dass du verhaftet wirst. Denn Mason wird früher oder später herausfinden, dass das Dinnerjacket dir gehört hat, das mit der Nachricht darin und nicht mir. Und wie sieht das aus, wenn ich wegrenne? Das ist doch fast wie ein Geständnis. So gewinnen wir etwas Zeit, um herauszufinden, wer es wirklich gewesen ist. Wie? Ich verstecke mich vor Mason, du sitzt hier im Gefängnis und sie beobachten jeden Schritt, den Mutter macht. Ich bleibe nicht mehr allzu lange hier. Das sagst du schon seit langem. In einem Punkt hast du recht. Je länger wir noch warten, desto schwieriger wird es nachzuweisen, dass er sich irrt. Wie soll ich das von hier aus machen? Du nicht. Aber ich könnte es. Hm? Du hast deine eigene Theorie, wenn du dem Ganzen steckst. Warum weist du mich nicht einfach ein und ich gehe der Sache nach? Du gibst dir Anweisungen. Ich mache die Laufarbeit, bevor Mason auf die Idee kommt, uns hier beide einzusperren. Was wäre daran falsch, Dad? Gar nichts. Außer, dass ich lieber selbst drauf gekommen wäre. Mach dir nichts draus. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ist doch so, oder? Du hast recht. Es scheint nur, dass der Vater inzwischen von seinem Sohn etwas lernen kann.
In Ordnung, also los. Gut, zunächst einmal. Du weißt doch, dass alle Beweise, die Sie haben, fingiert sind, richtig? Ja, und zwar von jemandem, der eine ganze Menge mehr als wir beide von diesem Mordfall weiß. Ja, der Kerl mit dem Bart, der, den ich damals verfolgen sollte, dieser Dominik. Warren? Nichts von dem, was wir jetzt hier besprechen, darf jemals an die Öffentlichkeit geraten. Oh, Dad, wem sollte ich was erzählen? Das gilt auch für deine Mutter. Ja, in Ordnung. Ist das nicht komisch, die schreckliche Ironie von all dem ist, dass die Person, die mich fälschlich beschuldigt hat, diese Frau, die schließlich als einzige mir die Wahrheit sagen kann, gerade die Person ist, die ich schützen muss. Ja, Mom, ich kann dir nicht folgen, Dad. Nein, nicht Augusta Warren. Dieser Mann mit dem Bart. Es war nur eine Verkleidung. Dieser Mann ist eine Frau. Ist das ein Scherz? Nein. Wie hast du das rausgefunden? In dem Zug. In dem Zug? Ja, sie ist diejenige. Ihr musst du ab jetzt folgen. Und denke daran, ihre Gespräche mitzuhören. Bleib ihr auf den Fersen, mach dir Notizen darüber, woher sie kommt und wohin sie geht. Irgendwann, an irgendeiner Stelle, wird sie einen Fehler machen und uns dadurch verraten, wer damals Channing wirklich getötet hat. Wieso sollten wir warten? Wieso lassen wir sie nicht gleich auffliegen? Wir können nicht, noch nicht. Warum nicht? Wo ist sie? Nein, Warren, hör mir doch zu. Sie wohnte zurzeit im Capwell Hotel. In der Präsidentensuite unter dem Namen Contessa Armanti. Also diese Contessa war Dominik? An sie heranzukommen wird schwierig sein. Die Leute vom Hotel tun, was sie können, um sie vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Aber es gibt da einen Weg. Wer ist diese Contessa? Ich meine, kennen wir sie? Ich kenne sie. Es ist Sophia Kepper. Ja, ich habe die Nachricht gehört, aber ich bin fast da. Sollte ich vor Ihren Leuten da sein, werde ich allein hineingehen. Spüren Sie Cruz Castillo auf und sorgen Sie dafür, dass ich ihn dort treffe. Er soll seine Waffe mitnehmen, das geht vielleicht um Mord. Ende. Ich habe eingehängt und sie wusste es. Sie muss es schon beim ersten Anruf gewusst haben. Nun ist sie vielleicht tot durch meine Schuld. Ach, nein. Nun ist sie vielleicht tot durch meine Schuld. Ach, naja. Ich liebe dieses Ende. Naja. Nächstes Mal, wenn ich mit euch ins Kino gehe, wird es ein Film sein, den ich aussuche. Und, wie hat euch der Film gefallen? Gemischte Kritiken. Ja. Amy, das tut mir sehr leid, was vorhin passiert ist. Kann ich Ihr Kleid nicht zur Reinigung bringen? Nein. Machen Sie sich keine Gedanken, Peter. Ich habe nicht vor, meine Umstandskleider noch lange zu tragen. Oh ja, natürlich. Mein Glückwunsch. Ich danke Ihnen. Ja, Sie sehen sehr gut aus, Mrs. Perkins. Danke sehr, Peter. Wie geht es Jade denn so? Studiert sie denn fleißig? Ja, sie hat sehr viel in Chemie zu tun dieses Jahr. Oh, tatsächlich. Ich bin sicher, dass sie es schaffen wird. Hm. Und Sie arbeiten noch in der Cafeteria? Ja. Gut. Tja, also. Oh, ich höre, Joe und Kelly werden ja bald heiraten, nicht wahr? Ja, sehr bald schon. Wir freuen uns mit Ihnen. Tja, ich freue mich auch sehr darüber. Ich weiß, ich kann mich nie entschuldigen für all das, was ich anderen und mir angetan habe. Aber ich habe jetzt einen wirklich guten Arzt. Dank ihm fühle ich mich schon sehr viel besser. Das höre ich gern, Peter. Ich danke Ihnen. Wiedersehen. Na, das ist doch sonst nicht Peters Art, so höflich zu sein. Allerdings. Und was ist daran verkehrt? Keine Ahnung. Ich finde schon, man sollte besonders höflich sein. Gerade dann, wenn man auf die Mutter und die Schwester des Mannes trifft, den man töten wollte. Es schien, als hätten sie ihm schon verziehen. Brick, ich... Was geschehen ist, ist geschehen. Du bist eifersüchtig. Was? Du wolltest Popcorn über mich ausschütten. Ach, ich bitte dich. Du hast uns ein Eis versprochen. Also gut, ihr kriegt euer Eis. Ich liebe Eis. Meinst du, hast in all dieser Zeit gedacht, Sophia wäre tot und sie lebt? Ja. Mein Gott, ja, durch diese Hölle hättest du nicht gehen müssen, Dad. Nein. Also, was ist passiert? Wo ist sie gewesen? Wieso hast du sie nicht gezwungen, mit Mason zu sprechen, wenn sie dich so belastet hat? Warren, ich kann niemandem erzählen, dass sie noch lebt. Sie...
Sie hat eine Information über mich, die mir zum Verhängnis werden kann. Wenn ich nicht still bleibe, kommt es heraus. Aber sie kann dich hier rausholen. Was hat sie in der Hand gegen dich? Tut mir leid, ich kann es dir nicht sagen und ich hoffe, dass ich es niemals sagen muss. Was, ist da noch was? Noch was, was du mir verschwiegen hast? Oh, je älter wir werden, desto mehr gibt es zu verbergen. Ich glaube das nicht. Gibt es denn nichts, was du tun kannst? Gibt es denn keine Möglichkeit, einfach nicht zu sagen, dass sie noch am Leben ist? Warren... Ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles vor Mom verbergen kann. Warren, hör mir zu. Wir haben nur die eine Chance, zu warten, dass sie einen Fehler machen. Ich verstehe dich nicht. Wir wissen, sie ist diese Contessa Armanti, richtig? Und sie hat eine Suite im Capwell Hotel. Also gut, so könnte es klappen. Du nimmst dir ein Zimmer in der Nähe der Präsidentensuite in diesem Hotel. Wieso, hä? Nun, wir können sie nicht verraten, aber ich weiß nicht, vielleicht, dass sie uns den Beweis liefert, den wir brauchen. Und wir dann dadurch den Mörder finden und die Beweise gegen mich widerlegen. Wie soll das funktionieren? Was soll ich denn machen? Ihr sagen, dass sie eigentlich jemand anders ist? Nein. Dank Peter Flynns vertraulicher Mithilfe kennen wir einen Raum direkt neben der Präsidentensuite. Es sieht aus wie ein Wäschezimmer, abgeschlossen. Aber ich habe noch einen Schlüssel im Schreibtisch. Ja, und? Und, also, du holst den Schlüssel und öffnest damit diesen Raum. Und sobald du drin bist, ist da ein schwarzes Brett. Dahinter befindet sich ein durchsichtiger Spiegel. Du öffnest und betätigst den Schalter direkt daneben. Und wenn du das getan hast, dann bist du in der Lage, alles zu sehen und zu hören, was in der Präsidentensuite vor sich geht. Ja, in Ordnung. Habe ich verstanden. Gut, manchmal ist da ein Mann mit dem Namen Marcello, der ihr Gesellschaft leistet und sei vorsichtig, er schlägt einen verdammt guten rechten Haken. Auf welche Gespräche soll ich nun besonders achten, Dad? Auf alles, was vielleicht mit Channings Tod zu tun hat. Aber hör zu, was auch immer du herausfindest, du kommst zuerst zu mir. Denk daran, dass sie auf keinen Fall mitkriegen dürfen, dass du zugehört hast. Wozu war das alles gut? Wegen dieser Münzen meinen Hals zu riskieren? Du und all die Schuld, mit der du die ganzen Jahre gelebt hast. Es war alles umsonst. Sophia lebt. Ich kenne auch noch nicht alle Antworten, Warren. Sophia und ich haben nie viel gesprochen. Soviel ich weiß, war sie damals einige Zeit in einem Heim in Europa. Und sie wirft mir immer noch vor, dass ich sie töten wollte. Die Zeit ist um, Mr. Lockridge, und Sie haben noch einen Besuch. Oh, das tut mir leid, das habe ich nicht so gewusst. Nein, ich kann dir jetzt nicht mehr darüber sagen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke, Dad. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Also dann. Entschuldigung, Liz. Hey. Hallo. Seien Sie willkommen in meinem bescheidenen Hause, Liebste. Oh, Lionel, es ist hier so furchtbar. Oh, kommen Sie. Sie sollten erst das möblierte Zimmer und das Bad gesehen haben. Äußerst geschmackvoll. So, was gibt es? Irgendwas Neues über deine Bilder? Nein. Nein? Und es wird auch keine Neuigkeiten mehr darüber geben, Lionel. Jedenfalls nicht von mir. Liz, du lässt mich doch nicht hängen, nicht wahr? Ich werde wohl müssen. Nie mehr Fälschungen, nie mehr falsche Dokumente, keine Verkäufe. Nie mehr. Veronica! Mason? Ich hab's gehört. Ich hab alles gehört. Was? Das Telefon. Sie rief an, aber da war ja schon... Sie rief an und schrie um Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin sicher, Sie waren so schnell hier, wie Sie konnten. Sie war Edens Sekretärin, habe ich recht? Und meine. Und sie war... Und davor war sie Peters Sekretärin. Es fällt auf, dass dieser Name andauernd wieder auftaucht, nicht wahr?
Ich will, dass man Peter Flint zum Verhör zu mir bringt. Zu mir. Haben Sie verstanden? Bringen Sie ihn mir. Ich hätte Lust, mit Ihnen auszugehen, ganz egal, wohin Sie möchten. Und die Blume könnte ich mir anstecken. Na, jetzt hast du deine Blume doch. Das wäre bestimmt wundervoll. Ich finde, dass uns beide alle Leute sehen sollten. Und dann... Wir waren uns versprochen, Kelly. Wir müssen zusammen sein. Aber jetzt geht es nicht mehr, weil du mich gezwungen hast. Weil du mich gezwungen hast, es zu tun. Ich hasse dich. Wieso? Nein, es tut mir leid. Ich liebe dich. Es tut mir leid, Kelly. Nun, ich bin wirklich der Letzte, der sagt, dass jemand das Leben eines Verbrechers führen muss. Dieser furchtbare Ort. Ich könnte bereits morgen hier drin sitzen und hätte es wohl auch verdient. Wäre es vielleicht möglich zu erfahren, was das für plötzliche Gewissensbisse sind? Ich glaube nicht, dass es das Gewissen ist, Lionel. Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt eins besitze. Ich weiß es nicht. Mir gefällt nur nicht, wie ich mich verändert habe. Tja, ich weiß nicht, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Aber es kann nicht das sein, was ich sehe. Das ist es ja. Ich sehe gar nichts. Wenn mich niemand ansieht, könnte ich genauso gut nicht vorhanden sein. Wenn ich mit mir allein bin, kriege ich diese schreckliche Panik. Du hörst dich wirklich verängstigt an. Ja, Lionel, das stimmt. Was hast du? Hast du vielleicht Angst, dass wir erwischt werden wegen der Fälschungen? Nein, ich werde niemals erwischt. Ich bin viel zu gut dazu. Das ist ja das Beängstigende. Du bist ein großes Talent, Liz. Wir beide wissen das. Für was? Für Imitation? Ja, gib mir nur einen Pinsel in die Hand. Ich krieg sie alle hin. Ich kann jeden kopieren. Delacroix oder Van Dyck. Bravo. Natürlich bin ich in diesem Metier eine der Besten. Aber was ist mit mir? Du hast eine Begabung, die sehr selten ist. Ach, hör auf. Das sind doch die schlechtesten Imitationen, die es überhaupt gibt. Kopieren, was die Kritiker vor 30 Jahren einmal gewagt nannten. Aber du hast doch großen Erfolg. Aber ich will das nicht, Lionel. Ich will das nicht. Es macht keinen Spaß, ständig Bilder zu fälschen und zu sagen, sie wären echt, nur weil ich kein Original zustande bringe. Was ist denn los mit dir, Liz? Ich kann dir sagen, was mit mir los ist. Am Ende fiel die ganze Sache doch jemandem auf. Irgendjemand hat am Ende gesagt, wieso arbeiten Sie so hart? Was ist der Sinn? Und ich hatte auf die Frage keine Antwort. Liz, was soll ich dazu sagen? Was soll ich davon halten? Lionel, das Einzige, was mir immer wichtig war, ist meine Kunst. Und ich glaube, es ist gerade das, was ich jetzt nicht haben kann. Ich sehe auf die weiße Leinwand und ich sehe, da ist überhaupt nichts zu malen. Ich sehe nur ständig andere Bilder. Nun, vielleicht kannst du die eine Seite der Karriere mit der anderen finanzieren. Ich meine, eines Tages werden wir die ganzen Bilder an die Museen verkaufen. Dann hast du Geld genug. Was hältst du davon? Ich kann das Geld nicht brauchen. Ach, komm schon, Liz. Du kriegst deinen Lohn und den hast du verdient. Nein, ich will das Geld nicht haben. Ich will einen neuen Anfang. Ich bin eine weiße Leinwand und ich möchte sie auf keinen Fall verderben. Nun, vielleicht möchtest du noch etwas anderes. Ein eigenes Studio in Paris oder ein eigenes Museum. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der mir hilft, herauszufinden, wer ich bin. Lionel, es tut mir leid, aber ich kann es hier drin nicht mehr aushalten. Hallo! Hallo! Hallo, Peter. Was wollen Sie? Immer noch dasselbe, Mann. Sie bringen mich nirgendwo hin. Ich glaube doch. Was ist passiert? Haben Sie noch einen anderen ungelösten Fall in der Stadt, den Sie mir anhängen wollen? Wer sagt hier etwas von einem ungelösten Fall? Dieser Kerl ist zu nervös, um mit mir über Falschparken zu reden. Wir möchten Sie nur mitnehmen, um Ihnen einige Fragen zu stellen. Das ist alles. Das ist doch Schikane, Cruz. Ich werde sofort meinen Anwalt anrufen. Das ist in Ordnung. Wir haben unten auch ein Telefon. Alle Annehmlichkeiten, Mann. Alles, was Sie wollen. Lassen Sie uns das hier hinter uns bringen. Ich habe nichts getan. Ihr werdet dastehen wie ein Haufen Idioten. Ted, weißt du was? Was? Früher hatte ich oft Angst. Heute nicht mehr. Es ist gut, dass man nicht in die Zukunft sehen kann. Da muss man keine Angst haben. Das wäre ja sonst fürchterlich. Ich liebe dich so sehr. Was hältst du davon, wenn wir woanders hingehen? Und wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Einfach rein ins Auto und los. Und wenn wir kein Benzin mehr haben, werden wir einfach eine Decke ausbreiten. Und wenn wir anhalten wollen, werden wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir können auch gleich durchfahren bis Brasilien, wenn wir wollen.
Ich hole meine Sachen. Ja. Oh, das ist nur Dad Schneider. Er sagt, er kommt noch vorbei. Ah. Mr. Lorenzini, hallo. Ein Geburtstagsgeschenk von einer jungen Dame an ihren verehrten Herrn Vater. Oh, der ist wunderschön. Ich bin so froh, dass Sie es noch geschafft haben. Gern gesehen. Ich gehe nur schnell und hole Ihren Scheck. Komm gleich zurück. Ich habe noch nie zu denen gehört, die vor einem Scheck weglaufen. Ein kleiner Scherz, Sie verstehen. Sie sind Warren, richtig? Nein, Sie dachten, ich hätte es vergessen. Aber ich vergesse nie etwas, niemals. Also jetzt nehmen Sie zum Beispiel diesen Anzug. Ihre Schwester kam herüber zu mir und sagte, bitte, ich möchte einen Anzug für meinen wundervollen Papa. Zum Geburtstag, aber er darf nichts davon wissen. Ist gut, fein, sagte ich. Aber wie soll ich eigentlich Maß nehmen? Wie? Während er schläft vielleicht? Doch sie hatte Glück, es war nämlich so. Ich hatte nämlich ein paar Wochen vorher seinen Smoking geändert und wie jedes Mal bewies ich ein Gedächtnis wie ein Elefant. Trug er diesen Smoking etwa auch im Museum? Ja, richtig. Wissen Sie, das ist doch so wie bei den meisten Leuten. Sie haben immer irgendetwas zu machen, speziell für Festtage. Ich schaffe das nicht. Ich sagte auch ihrer Mutter, dass ich es nicht schaffen kann. Abgesehen davon, wie konnte Ihr Vater diesen Smoking tragen? Ich meine seinen eigenen, wenn er, wie Sie selber wissen, doch Ihren getragen hat. Er hat was? Mein lieber Junge, Ihr Gedächtnis ist wie ein Sieb. Sehen Sie, ich sah die ganze Sache im Fernsehen. Ich sage Ihnen, es ist eine Schande, wie dieser Mr. Kepfel oder wie er heißt, die Art, wie er da hereinplatzte und Ihren Vater festnahm. Ich kann so etwas nicht. Moment, halt! Woher wissen Sie, dass dieser Smoking mir gehört? Woher ich das weiß? Ich habe ihn selbst ausgebessert, daher. Warren, können Sie sich nicht erinnern, Sie kamen damals zu mir. 5, 6 Jahre ist es ja, um genau zu sein. Sie brachten mir das Jackett, es war kaputt. Und Sie sagten mir noch, ich musste Ihnen sogar an die Hand versprechen, niemand etwas davon zu erzählen, dass es kaputt war. Was ich Sie schon immer mal fragen wollte, was haben Sie nur gemacht? Über Zäune geklettert? Ja, bitte sehr. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Tun Sie mir einen Gefallen. Ja. Würden Sie Ihren Vater von mir beglückwünschen? Sehr gerne. In Ordnung. Und gute Nacht, Warren. Warren, er weiß wirklich alles über uns, nur nicht, wie wir aussehen. Hey, Ted. Ted, ich gehe nur schnell und bring das nach oben. Bin gleich zurück. Der Zettel im Jackett mit Shannings Blut dran. Es war nicht Lionel. Es war Warren. Hallo. Ich komme noch, um etwas abzuholen. Weißt du, wo Megan ist? Ja, sie ist hier. Was war das? Was war was? Warren, wo gehst du hin? Ich glaube nicht, dass sie das irgendwas angeht. Ted! Hey, Mom! Hey. Das geht dich gar nichts an. Du haust also ab. Ja? Weglaufen. Und wenn's so wäre? Nein, das tust du nicht. Du hast meinen Bruder getötet. Wovon redest du überhaupt? Ich werde dich zur Polizei bringen. Dass ich nicht lache. Der Smoking mit dem Zettel drin war von dir, nicht von deinem Vater. Du hast den Zettel genommen. Du hast meinen Bruder Channing auf dem Gewissen. Ted, warte doch! Was ist denn los? Aufhören! Haben Sie eigentlich inzwischen Mason Capwell erreicht? Ja, gerade eben über Funk. Er müsste in ein paar Minuten hier sein. Ist gut, geben Sie uns einen Raum für das Verhör mit Flint. Wir brauchen einen Stenografen und einige Vordrucke. Und Sie sollten sehen, was noch an Betten da ist. Der wird ja heute Nacht nicht mehr rausgehen. In Ordnung, Cruz. Hören Sie, ich weiß nicht, was man von mir will. Ich habe nichts getan. Ich bin sicher, Mason macht sich nur wieder wichtig. Aber ohne Anwalt antworte ich nicht auf Ihre Fragen. Es muss doch einen Weg geben, dass Sie aufhören, mich zu belästigen, verklagen oder was auch immer. Ja, Sie halten mich hier im Hauptquartier fest. Und ich werde nichts sagen, bevor Sie nicht hier sind, Howard. Bis dann. Hallo. Liz, hallo. Oh, hallo, Cruz. Was tun Sie denn hier? Ich war hier wegen Lionel Lockridge. Ich wusste nicht, dass Sie befreundet sind. Jetzt wissen Sie es. So ist es. War nett, Sie zu sehen. Danke. Wer ist dieser Mann, Cruz? Wieso? Haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein, es ist nur, dass er einen eigenartigen Ausdruck in seinen Augen hat. Entschuldigen Sie mich, ich... Oh, hallo Mason, altes Haus. Lange nicht gesehen. Nicht lang genug, stimmt.
Ich vermute, du steckst hinter diesem nächtlichen Greifkommando, nicht wahr? Nun, mein Anwalt wird bald hier sein. Solange wirst du dich ja wohl noch mit deinen Schlägern zurückhalten können, oder? Weißt du, was dein Problem ist, Mason? Du bist besessen von mir. Du kannst es einfach nicht ertragen, dass hier jemand rumläuft, der ganz genau weiß, dass du nicht mehr tiefer sinken kannst. Wieso versuchst du es denn nicht mal mit Briefmarken sammeln, huh? Oder verbrauchst deine überschüssige Energie in deinem Liebesleben? Huh? Mason. Mason, deine Art ist es nicht. Du kannst mir ruhig verraten, was du auf dem Herzen hast. Ich habe mich gerade gefragt, was wohl schwieriger sein mag, eine Frau zu erwürgen oder einen Mann. Nun, wenn es das ist, warum du mich hierher geholt hast, dann werde ich dir wohl nicht helfen können, mein Lieber. Mason. Wir werden sehen. Komm schon. Jetzt geh mir aus dem Weg! Was ist denn nur los mit euch beiden? Geh zur Polizei, was? Warren! Du weißt gar nicht, auf was du dich da einlässt! Was, wegen Warren? Weswegen sonst? Ich werde jetzt zur Tür rausgehen. Danach kannst du die Nationalgarde rufen, das ist mir gleich. Du gehst nirgendwo hin, Mann. Du bleibst jetzt Ted, hier. Ted, lass ihn doch los. Ja. Ted, bist du in Ordnung? Warren. Der kommt wieder in Ordnung. Geht es dir gut? Und was du, hat sag es deinem zu Freund, bedeuten? Er soll den Mund halten, in Ordnung? Worüber denn? Sag es ihm nur, okay? Geht es dir gut?